Mein Gott, das müssen wir Goodman melden. Unfassbar, dass wir all die Jahre Nachbarn einer Alien-Zivilisation waren. Sind dann nicht eher wir die Aliens? Die Ruinen sind uralt. Wenn Wesen, wie wir sie gesehen haben, das Signal schickten, dann nicht von hier. Bist du sicher, dass die Richtung noch stimmt? Ehrlich, Outrider, keine Ahnung. Aber wenn du einen Empfänger oberhalb der Baumgrenze platzieren kannst, müssten wir die Spur wiederfinden. Ich kenne ein Bauwerk. Gebt mein Funkgerät, ich zeig's euch. In dieser Ruine ist ein Monument, das über den Wald hinausragt. Folge dem Pfad, dann siehst du es durch das Blätterdach. In dieser Ruine fand ich August. Als Skarlok dahinter kam, ließ er Kang hier Kämpfer stationieren, um weitere Ureinwohner zu fangen. Seine Leute könnten noch in der Gegend sein. Ich wette, Kang ist gerade mehr daran interessiert, uns zu finden. Dein Alien-Freund, August. Wenn du ihn hier gefunden hast, taucht er hier vielleicht wieder auf. Aber wenn er sich unsichtbar machen kann, wird's nicht leicht, ihn zu entdecken. Wenn August gefunden werden will, wird August uns finden. Es war nicht leicht, Augusts Vertrauen zu gewinnen. Aber nach Skarloks Verbrechen weiß ich nicht mehr, was August denkt. Der Name August
Woher kommt er überhaupt? Er ist Augusts richtigem Namen sehr ähnlich. Dieser klingt ungefähr so. Axt. Na, das wird interessant. Na, das wird interessant. Was weißt du über diese Ruinen, Thiago? Die Gebäude wurden wohl von Augusts Vorfahren errichtet. Sie sind schon lange verlassen. Was aus den Bewohnern wurde, weiß ich nicht. Weißt du, was mit Augusts Freund passiert? Gibt's noch mehr von denen? Ich habe August oft gefragt. Entweder versteht August meine Fragen nicht oder weicht ihn aus.
Da vorne ist das Monument. Ich muss den Empfänger da oben anbringen. Hedi? Ich hab die Richtung. Aber da braut sich was zusammen. Warn die anderen. Wir müssen Schutz suchen. August, du bist zurück.
Was genau macht dein Freund da? Bailey! Ach, Scheiße! Seht euch dieses Ding an! Es erzeugt den verfickten Sturm! Nein, warte! Es ist nicht, was du denkst! August kann ihn kanalisieren, steuern! Hör zu, August hilft uns! Ach echt? Bailey, steck die Waffe weg. Oh, das hättest du wohl gern. Ich hab die Schnauze voll von eurem kleinen Todesmarsch. Ich gehe jetzt schön zu Corrigan zurück und nehme diesen Freak hier mit. Komm her! Ah! Also fühlt sich das an. Bailey, sei vorsichtig. Du weißt nicht, was die Energie mit dir macht. Oh nein. Geht. Geht! Wirklich? Das willst du doch nicht. Du irrst dich ganz gewaltig, Freak. Ich weiß nicht, wie du auf einer Seite aber du sollst dich beruhigen und dich von der Nee. Ich will jetzt erstmal meinen Spaß haben. Hey, du musst vernünftig. Deinen Scheißdreck muss ich. Du kannst nicht mit mir herumkommandieren. Ich hab jetzt auch Kräfte. Ich mach dich fertig. Ich will dir wehtun. Nicht! Nein! Warum werde ich schwächer? Nein! Nein! Warte! Nein! Nein! Sie atmet. Aber ihr Rückenmark ist wohl durchtrennt. Wenn sie überlebt, wird sie gelähmt sein. Gut. Dann sieht sie die Monster ihre Leber fressen. Na los. Kein Grund, sie leiden zu lassen. Nein! Es ist egal, was sie getan hat. Wir nehmen sie mit. Ich werde mich persönlich um sie kümmern. Ich würde das für euch alle tun. Wirklich? Okay. Und jetzt erzähl mir die Wahrheit. Meine Vision. Von der Wiese. Ich habe noch mehr gesehen. Bailey ist dort. Wie soll es wahr werden, wenn sie nicht bei uns ist? In deiner Vision. Sind wir alle dort? Wie? Ich weiß nicht. Weiß er es schon? Er hört nicht zu. Egal, was ich sage.
Hey, Jakob. Wir müssen reden. Das... Also, wie soll ich sagen? Die Sache hier könnte übel ausgehen für einige von uns. Was auch immer es ist, vergiss es. Ich muss den Truck vorsichtig machen. Klar, aber hör bitte kurz... Was? Hier oder da macht doch keinen Unterschied, wo wir sterben. Dass wir beide nicht schon x-mal ins Gras gebissen haben und noch atmen, ist sowieso ein Wunder. Also, halt die Klappe, ja? Hast du eine Theorie, was August im Tempel gemacht hat? Ich überlege noch. Aber selbst wenn ich eine hätte, replizieren könnte ich... Warte. Ich kann dir da nicht weiterhelfen. Stimmt nicht. Du bist August nämlich ähnlicher als uns allen. Deine Kräfte, sie manifestieren sich auf brachialere Weise, aber zweifellos hast du eine gewisse Kontrolle über die Anomalie. Du glaubst, ich kann diesen großen Obelisken aktivieren, so wie August? Nein, aber was Bailey auch getan hat, hat ihn wohl beschädigt. Jedoch muss es noch mehr Obelisken geben in den Ruinen. Vielleicht kannst du sie finden. Ich versuch's. Versprechen kann ich nichts. Sag Bescheid, wenn du einen weiteren Obelisken gefunden hast. Sie scheinen der Schlüssel zu sein. Wenn du den Obelisken findest, können wir auf jeden Fall sehen, wie deine Kräfte mit ihm interagieren. Und du glaubst, es wird gut ausgehen? Na, einer von uns muss ja positiv denken.
Wartet mal. In den Bäumen hinter uns regt sich was. Kang! Will sich bestimmt rächen. Oh, er kann sich hinten anstellen. Kang ist uns lang genug gefolgt. Damit ist jetzt Schluss. Kang hat eine große Klappe, aber wahrscheinlich taucht er nicht persönlich auf. Er überlässt die Drecksarbeit seinen Kämpfern. Na, dann kann ich mich ja auf was freuen. Ich komme zurück, sobald ich das Dreckspack erledigt habe.